Hallo Leute, willkommen zurück hier bei DBD in einer weiteren Folge in der letzten vorproduzierten. Und ja, wir hoffen einfach mal, dass wir heute Glück haben mit der Jägerin und nicht wieder an Alpha-Wänden leiden. Das passiert. Oh, guck mal, da ist noch eine Kate. Das passiert mit Jägerin nämlich nur allzu. Guck mal, da war schon der Alpha-Wand. Das passiert mit Jägerin nämlich nur allzu oft. Da ist eine Nähe. Was ist denn hier schon wieder los? Die sind schon wieder alle zusammen. Sind die nicht auch zusammen in die Lobby? Ich habe keine Ahnung. Nicht was gesagt? Ich habe überhaupt nichts gesagt. Ich habe Punkte ausgegeben. Ah nee, das war bei der Runde davor. Die nicht zustande gekommen ist? Ja, genau die. Ja, die. Deswegen wollte ich ja ursprünglich mit dem anderen Charakter spielen. Ach nee, ja. Yes, sir. Was? Scheiß Palette! Was? Was? Hä? Wie war das mit Alpha wenden? Gut, das war wirklich gegen den Zaun, aber davor? Boah, ich bin schon wieder richtig abgefuckt. Verständlich. Wäre ich auch. Wieder nur Scheiße gerade, die mir passiert. Heieieiei. Und jetzt musst du ab zum nächsten Schrank. So geht die Runde ja richtig gut los. Da rennen sie beide hinten und da ist der letzte oben am Gen. Naja, ich krieg zumindest erstmal neue Beilchen. Die alte ist zerfleischt, aber ich glaube, bis die vom Haken geholt ist. Oh, das ging schnell. So viel dazu. Hi! Bam! Huch! Damit hat sie, glaube ich, nicht gerechnet. Nee, ich glaube auch nicht. Ja, guck mal neben dir, ist ein Haken. Ja, und da war noch die Palette, die ich noch nicht kaputt gemacht habe. Oh, die muss aber erstmal kaputt werden. Ja, die muss auf jeden Fall kaputt gemacht werden. Oh, hier ist doch jemand lang gerannt. Mir ist mal egal. Dieses Ding hier muss sterben. Das ist Pflicht. Das ist heilige Pflicht. Und dann werde ich mich mal woanders hinbegeben. Wo vielleicht jemand sein könnte. Oben vielleicht. Wenn ich da jetzt was reinschmeiße, ja? Wäre das so witzig, wenn du treffen würdest. Ey. Echt jetzt? Direkt hinterm Rücken. Wow. Das wäre cool gewesen. Das wäre richtig cool gewesen. Hi du. Ins Gesicht. Oh, das wäre so witzig, wenn die jetzt einfach mit einer Axt im Gesicht rumrennen würde. Das stimmt, das wäre schon sehr ulkig. Hey du, na Katie? Hä? Naja, mir auch egal. Mir auch egal. Ich hänge jetzt erstmal die Alte auf. Dann kommt die nächste Alte dran. Dann werde ich mich hier hinbegeben. Neuer Schrank. Ach nee, immer noch der alte Schrank. Ja, ja, ist immer noch derselbe. Hast du da nicht eben schon welche rausgenommen? Ja, man kann unendlich beide rausholen. Ich weiß. Okay. Ich sehe bloß gerade die Realistik. Ja, das ist immer ein Packen, den man da rausholt. Ach so. Ja. Jetzt verstehe ich das, ja. Mhm. Hi! Ah! Gute Freundin wieder da? Immer dieselbe. Die hat echt kein Glück mit mir. Nee, die hat echt. Aua. Nee, die ist oben wieder hoch. Nee, ist sie. Oh, das war eine andere. Wie war das mit Gruselspiel und so? Ja, du hast gesagt, dass das gar nicht mal so gruselig ist. Wenn ich dich daran erinnern darf. Ja, ich weiß. Boah, es geht hier. Eskalationstour. Hä? Wie genau an dir vorbeigezählt ist. Boah, ist mir jetzt auch egal. Aber guck mal, die hat da was. Nimm ihr sie! Ja, das bringt ihr momentan aber noch nicht so viel. Ja, ist korrekt. So, da hinten. Oh, jetzt komme ich hier nicht mehr vorbei. Du bist zu fett, Kate! Oder bin ich zu fett? Nein, Kate. Ist Anna zu fett? Nein, Kate. Du kommst da auch nicht weg, ne? Nee. Ist ganz fürchterlich hier. Wenn die dich nachher als Kämpfer beschuldigen, dann lache ich aber hart. Oh, das war doof. Zaunlatte. Zaunpfahl. Ja, den hast du aber gut getroffen. Keine Beile mehr. Scheiße. Mein Fehler.
Hey! Gesehen! Wieder? Naja, eigentlich Claudette, aber... Ach gut, wenn wir beide in Hand rennen, dann kann man ja nicht mal nehmen. Ja, du kannst auch versuchen, mich anzuleuchten, aber du müsstest mir dafür schon ins Gesicht leuchten. Nee, sie will dir sagen, nimm mich, nimm mich, nimm mich. Sag mal, Schatzi, ob die wissen, dass die um zu gewinnen... Herzlichen Glückwunsch. Ob die wissen, dass sie um zu gewinnen Generatoren machen müssen? Nein. Oh, und die holt die jetzt wieder runter. Wo ist die nett? Oh, das ist eine Sau. Das ist eine richtige Sau. Aber ich beschwere mich nicht. Ich habe so oder so einen Toten. Das ist eine richtige blöde Mistkunde. Ich hoffe, ich erwische sie, aber ich wäre auch schön blöd, wenn ich die jetzt hier aufgehangen hätte. Das wisst ihr. Ist korrekt. Ernsthaft? Die hat einfach keinen Bock mehr zum Spielen, ich glaube. Geht's dir noch gut? Die will dir die Palette rüberziehen. Ihr seht schon, mit Punkten sieht scheiße aus, weil sie ja auch keine Generatoren haben. Und andersrum. Ich weiß nicht, wo sie hin ist. Ich glaube, sie ist jetzt immer noch da. Boah, ey. Die Jägerin zu lupen, ne? Das ist halt echt gemein. Oh, na klar. Auch noch und der. Dann den. Weißt du, dann den. Nur um zu springen. Ich finde, das ist ein fucking Ernst. Hä? Ich hab doch zur Seite geguckt. Ach, na, Glückwunsch. Der gute Keller. Boah, ich hab keine Lust mehr. Mit der hätte ich auch keinen Bock, absolut nicht. Die ist auch echt ätzend. Da würde ich eher an die andere holen, glaube ich. Wes? Ich hab sie doch gerade am Arsch erwischt. So, Ende mit dir. Your Lord needs Flashlight. Mhm. Dein Lord braucht unbedingt eine Opfergabe von einer hässlichen, dämlichen Claudette. Das finde ich das einzige Korrekte. Danke. Ende im Gelände. Gott sei Dank. Fehlen ja nur noch zwei. Die Nia, ja. Die ist auch tot, wenn sie hängt und ja. Die andere Kate. Da oben. Meinst du? Hört sich danach an. Der ist zwar an, aber. Mach mal. Der da auch. Ja, die haben hier überall mal ein bisschen dran rumgekratzt, aber... Kein richtig gemacht. Dem hier ist schon gar nichts getan. Der ist richtig weit. Was machen die denn die ganze Zeit? Das ist eine gute Frage. Ich kann mich nicht auf das Auto setzen. Ich wollte mich auf das Auto setzen. Oh. Überraschung. Ja, also ist doch da jemand. Ist da doch jemand. Oh, sehr gut. Ja. Guck mal da vorne. Im anderen Raum. Ja, hatte ich sowieso gerade vor, aber nein. Dann weit unten. Nee. Hier draußen. Ah, gefunden hier. Ach, oh. Die andere ist auch noch da. Ja, das war sie. Ja, die ist dann hier. Oh, ein bisschen erschrecken. Ach. Dann gegen den Busch schmeißen. Weißt du, das ist der einzige Busch, der danach nicht noch einen Kilometer weit reingeht. Die wollte extra in den Keller, ich hab's gesehen. Ja, ich dachte auch, aber naja, jetzt ist zu spät. So oder so tot. Ah, und hier nochmal rumlaufen ist ein bisschen schwachsinnig. Ja, und die Kälte, ja. Ach, keine Ahnung, wo die ist. Vielleicht hängt sie schon bei der Luke ab. Ja, schätze ich mal. Weil die haben ja auch absolut nichts gemacht. Nee. Ich brauche jedenfalls erstmal Beile. Egal was passiert, ich brauche Beile. Gib mir Beile. Schubububababada. Gib mir Beile. So, ich habe meine Beile.
Ja, dann müssen wir finden. Oder sie muss die Luke finden. Die darf auch entkommen, so scheiß Mitspieler, wie sie hatte. Zumindest war die Claudette scheiße. Ja, die war echt... Ja. Was soll man dazu sagen? Das war ein Comrade-Killer. Ja, da hat sie die Luke. Ja. Das darf sie gerne haben. Wow. So. Gegen wen haben wir denn gespielt? Ja, Genau. GG Kate. Ja. Ach ja. Wird die so geschrieben? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich glaub schon. Weiß nicht. Ach ja. Arrivederci. Das musste nur noch raus. Verständlich. So, bis gleich, Freunde. Bis gleich. So, Freunde. Larrys. Ich freue mich total. Ich kann mir keine schönere Map vorstellen mit Leatherface. Verständlich. Weil, wisst ihr, ich suche mir extra Leatherface aus, ne? Weil gerade 4 gleichzeitig in die Lobby reingekommen sind. Und ich dachte mir, so kann ich dem Ganzen wenigstens ein klein bisschen entgegenwirken, indem ich die ordentlich one-hitten kann, wenn ich sie mit meiner Kettensäge treffe. Und dann... Kommt da Bill. Ja, Bill darf gern kommen. Bitte? Mit der Wenn ich sie wenigstens zersägt hätte, aber so? Nein. Und dann kommt ausgerechnet Larrys. Ja. Und wieder mal unfaires Gameplay. Ich glaube, das sind immer noch die Nachwirkungen davon, dass ich vorhin die Kratzspuren gesehen habe. Wahrscheinlich. Einmal Glück haben. Was? Muss man doch 10 Mal Pech haben. Mindestens. Ja, du kannst gerne deine scheiß Taschenlampe benutzen. Boah, ich hab schon wieder richtig Bock. Du hast keinen Bock. Hä? Wo hüpft der drüber? Du hast so überhaupt keinen Bock. Ja, natürlich. Hier ist auch wieder dicht. Oh. Boah, muss man denn nur gegen Assis spielen? Hey, guck mal, ja, ich habe eine Kate gesehen, eine Mac gesehen, aber eine Monika und so. Monika. Hi, Monika. Aber wenn das Monika ist, ja? Wo ist Chandler? Wo ist denn die Schmuddelkatz? Gute Frage. Und der und seine fucking Taschen. Macht mich sogar wissen. Das nennt sich übrigens Ablenkung, was ich gerade getan habe. Was genau? Das war ein klassischer, ich täusche an, dass ich den Typen zersägen will, lass ihn wegrennen und benutze dann. Die Abbruchtaste. Um so zu verhindern, dass er mir die Person von den Schultern leuchten kann. Ja, da klar, drehst du nochmal um. Ja, komm. Naja, der blendet mich nicht. Das ist wirklich nur eine Nervtaschenlampe. Das ist ja geil. Yay! Oh! So geht's auch. Alles zersägt, was man zersägen kann, aber Bill dazu. Ja, das ist gut. Ich meine, mein Sägeblatt ist zwar jetzt stumpf, aber... Scheiß drauf. Braucht man doch eh nicht. Nee, wenn man mit der Kettensäge rumspielt, braucht man noch ein gutes Sägeblatt. Stumpfe Wunden machen sowieso viel mehr Damage auf längere Zeit gesehen. Tatsache. Hey, Mac. Wollte jetzt gerade sagen, wir kennen uns... Oh Gott, du hast ihn gesehen, oder? Ja, ja. Ich habe aber auch nie hier gesehen. Und das hat tatsächlich. Das nicht mehr. Was? Hä? Wie ist das denn passiert? Und die nächste mit der. Hä? Wie kann der einfach durch mich durchlaufen? Das ist auch gut. Und wieso komme ich da nicht durch? Weil du zu fett bist. Danke. Ich liebe dich. Ja, ja. Du aber, mich auch. Aber der Leatherface ist halt fett. Du hast gesagt, ich bin fett, nicht Leatherface. Ich liebe dich. Ja, ja. Nicht mich fett. Oh, tut mir leid.
wäre interessant, wenn ich das jetzt leugnen würde, dass ich das gesagt habe. Aber es war nicht so gemeint. Es war ganz anders, als wie es aussieht. Schmoll, schmoll, schmoll. Ja, schmoll nicht. Schmoll, 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 schmoll. Zersäg lieber jemanden. Ja, ich finde doch keinen. Wen soll ich denn hier zersägen? Opa, Sägi, Säg. Mir wäre es auch ganz lieb, wenn ich Bill oder sowas erwischen würde, weil ich habe ja das Memento Mori ausgerüstet. Das habe ich schon wieder verdrängt. Ja, normalerweise verdränge ich das immer. Also hier war jemand. Ja, es ist eine Mac. Hing die schon? Ja. Maggie! Mac und Bill. Aber sie sagte, guck mal, ich bin ja so toll. Guck mal, ich häng am Stuhl fest, ich bin ja so scheiße. Yay! Da rein. Ich habe keine Kratzsprung gesehen gerade. Ich war gerade betriebsblind. Da lang. Da lang, danke schön, Schatz. Danke. Da lang. Boah, du fucking Jumpscare Mac! Micha nicht! Kommt die um die Ecke geschissen, die dämliche Alte! Boah, du verdienst Schlimmeres als den Tod, mich so zu erschrecken! Wo? Da! Ja. Vergiss es! Ich will mal nicht! Die nächste Palette, ey! Danke! Ist das Ding nicht bald mal alle? Schön wär's, schön wär's. Wahrscheinlich voll ausgerüstet. Da müsste es trotzdem irgendwann mal alle gehen. Aber das ist so ultimativ. Ende. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Auch Ende mit dir. So, Schluss hier. Genau vor der Palette. Und Disconnect. Och, Leute. Habt dann wenigstens die Eier in der Hose. Ehrlich. Das ist einfach asozial. Erst mich abfacken und dann disconnect, wenn ich euch erwische. Boah. Können solche Leute nicht einfach einen Lifetime-Bann bekommen? Wäre schön, wäre schön. Allerdings gibt es ja auch wirklich, es gibt ja auch wirklich Leute, bei denen disconnected ist zwischenzeitlich einfach. Also hier zum Beispiel bei Kyria und Vito. Ja, zwischendurch kann es mal passieren. Ja, aber bei solchen Sachen ist halt schon. Aber dass gerade der Disconnect kommt, da, nee, das war glaube ich ein Versehen. Entweder ein Versehen oder spielt mit ihr zusammen. Wenn ja, dann müssten die anderen beiden auch gleich noch disconnecten. Stimmt, die sind ja alle gleichzeitig reingekommen. Das war ein Vierer. Deswegen sage ich, das war glaube ich tatsächlich ein Internet-Weg-Disconnect. Wo sind die anderen? Ich habe keine Ahnung. Was ich mich jetzt frage, war das der King? Weiß ich nicht. Schön wär's. Ja, ne? Dann würde es auch erklären, warum er weg ist. Ah! Hi, Bill! Also Bill war es jedenfalls schon mal nicht. Das Gute ist, Bill ist auch tot, wenn wir den erwischen. Ja, das ist ganz praktisch. Ja, ne? Billy! Deswegen einfach erstmal hier so ein bisschen langrennen. Ein bisschen Billy. Wie? Wie kann denn Bill so schnell sein? Ich habe eine Mac damit erwischt. Also es tut mir leid, das ist seltsam. Das ist einfach nur seltsam. Hi. Schon wieder fast. Okay, Pech, tot. Ach, nämlich doof, aber ich glaube, ich hätte ihn schon mit dem davor erwischen müssen. Es sah zumindest so aus. Guck mal, der lässt sich wenigstens sterben. Und da ist wenigstens eine Schluke, die irgendwie, eine Schluke, die irgendwie geschlossen ist. Ich weiß auch nicht, was damit passiert ist. Tote Schluke. Keine Ahnung, was damit passiert sein könnte. Ach ja. Naja, 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 naja. Jetzt, ja, hoffen, dass es der richtige Ausgang war. Ja, wenn nicht, dann nicht.
Nee. Oh, doch. Da hat jemand einen Schlüssel. Hat sie einen Schlüssel? Sie hat einen Schlüssel in der Hand. Oh ja. So oder so. Doof. Ende. Doch noch 3 von 4 erwischt. Aber dann war es wirklich. Bitte? Dann war wirklich der Nervtötende der Trimy. Ja, auch schade. Dann ist er wahrscheinlich wirklich mit ihr gelästert. Ich weiß es nicht. Kann ich mir gut vorstellen. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Es ist mir auch egal, woran es liegt. Hauptsache, alle sind weg irgendwie. Und was wir ja gleich wieder erfahren werden, sie werden doch garantiert hier wieder reinschreiben, so wie das immer ist, wenn sie leften. Dann können sie ja warum auch immer irgendwie da noch reinschreiben. Ja, ich habe auch keine Ahnung, wie das irgendwie funktioniert. Aber naja. Der war's nicht. Nee, das war die letzte jetzt. Spast. Ja, wer davon? Ich wahrscheinlich. Der... Ah nee, das war die letzte jetzt. Weil ich sie anscheinend nicht rausgelassen habe. Frag mich nicht, keine Ahnung. Das war der Bill. Ich würde fragen. Wer genau? Gut, Freunde, ich melde dann mal jemanden. Wir sehen uns gleich in der nächsten Runde wieder. Bis gleich. Bis gleich. Hallo. Schatzi hat sich gerade noch komische Dinge angeguckt, wenn also hier ein... Was ist das denn? Ein Krapfen? Nein, kein Krapfen. Durch den Raum halt, dann wisst ihr, woran es liegt. So, Fräulein Nörsiness. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, wie ich sie spiele. Das ist so lang her. Es ist... Es ist wirklich so unfucking fassbar lang her. Hallo? Einige von euch spielen ja auch DBD. Habt ihr zurzeit auch solche Probleme mit netten Leuten, wenn ihr spielt? Also, hab ich mitbekommen? Nein. Die waren sogar ganz in zweiter dran. Weißt du, was das Schlimmste ist? Hm? Ich frage die ganze Zeit irgendwas und ich erwarte, dass irgendwer antwortet. Das ist traurig. Das ist wirklich ein bisschen interessant. Siehst du, mein Körper stellt sich schon darauf ein, dass wir einen Livestream haben. Ich muss ja tatsächlich auch sagen, normalerweise... Ehrlich? Hat deine Taschenlampe alle für Schwachkopf? Ja, David King. Habe ich schon verstanden, Alter. Ja. Habe ich schon verstanden. Heute ist es tatsächlich sehr angenehm von den Ladezeiten her. Normalerweise sitzen wir zwischendurch immer mal 5 bis 10 Minuten da, wenn nicht sogar länger, um überhaupt eine Runde zusammenzukriegen. Und machen dann nebenbei 1000 Sachen. Ja. Küche aufräumen. Nein, das wäre nicht. Nee, Küche aufräumen machen wir nie. Nee, jedenfalls dauert das im Normalfall immer richtig lang. Und heute ist es tatsächlich sehr angenehm von der Zeit her, die es dauert. Aber heute sind es nur noch asoziale Pisser. Ja. Also, Sonntagabend halt, ne? Hä? Wo? Und dann... Oh, da. Oh. Ja, das war kacke. Ach, ja. Ja, unten hatte ich mir schon gedacht, aber ich verstehe es manchmal nicht, warum der das Jagdgeräusch durch ein Objekt macht. Ja, das ist ziemlich ungeil als Krankenschwester. Ja, das ist korrekt. Wo ist er denn? Irgendwo, war doch gerade hier. Irgendwo da lang gerannt. Hier nach unten. Der hatte echt Pech. Das kann man nicht anders sagen. Der hatte einfach nur Pech. Ja. Eine Sekunde länger und ich wäre gedamaged gewesen. Und du gehst gleich von meinem Totem weg, Kumpel. Das kann ich dir aber verraten. Aber Totem! Ja! Super.
Naja, du hast den Typen gerade ermordet. Ist dir das bewusst? Okay, ja, doch David. Noch nicht, weil David. Er David King hat. Also, er hat ihn in der Unterwelt. Naja, du hast ihn gerade ermordet. Ist dir das bewusst? Oh, der mit seiner scheiß Taschenlampe. Geh mal weg da. Oh, gut, laufe ich halt hier runter. Ist mir auch egal. Ja, passiert halt, aber... Hauptsache in Richtung Haken. Ja, und der ist jetzt auch ein bisschen weiter ausgehalten. Da stört es nicht so, wenn er weg ist. Das stimmt. Und ihr habt gerade den ersten ermordet. Herzlichen Glückwunsch. Hä? Hast du gerade durch ihn durchgeschlagen? Ich glaube ja. Es sah zumindest so aus. Oder ich war so einen halben Millimeter von ihm entfernt. Es sah sehr cool aus, muss ich gestehen. Sehr interessant, aber... Sehr unpraktisch. Coole Hose. Die habe ich auch. Und die Jacke auch. Fashion Tips. Während du jagst? Nennen wir das ja. Wie willst du sonst nennen? Auf der Jagd. Folgentitel. Nein. Schatzi, ja, bitte. Weißwedelhirsch. Ja, auf jeden Fall. Bambi. Ehrlich. Genario. Das war Pech. Ja, das passiert ganz schnell. Das Problem ist, wenn dieser Soundbar kommt, habe ich nie eine Ahnung, wie weit ich aufgeladen habe. Verständlich. Ist auch ganz schön schwierig, wenn man... Hä? Was ist denn heute los? Also ich habe echt zu lange nicht mehr mit der Nurse gespielt. Ich habe keine Ahnung mehr davon. Ich hab's dir doch gesagt. Yes, sir. So, das ist schon mal rum. Was ist denn mit dem? Warum krieg ich den denn nie? Cheetah, nein. Nein, Scherz, ich hab keine Ahnung. Ich glaube, bei dem ist das echt nur Pech. Ist hier jedes Mal gerade so knapp dran vorbei. So, ich hoffe, der verfolgt mich nicht. Gut gehabt. Yeah! Schau mal ohne! Das war sehr interessant, dass bei mir saß so. Also ich habe es gerade so wahrgenommen, als wäre er umgefallen. Ach, warum bist du aber immer so schnell gewesen? Weil sie nach vorne gepirscht ist. Das war aber kein David King. Nee, das war wie David. Nein, das war Sprintboost. Oh. David Sprintboost. Da. Panisch. Du musst die ganze Sache ruhig angehen. Bitte? Hat mir ein kluger Mann mal gesagt. Hä? Harry Weinfurt? Oh ja. Mann. Deutschlands dickster Showmoderator? Nein. Tja, doof. Ich sehe sie nicht mehr. Die ist irgendwo hier lang ran. Diese dramatische Musik immer noch. Ja, hier fürchterlich. Hey, näher. Was war das denn gerade? Und jetzt habe ich noch mein Ausbluten sozusagen. Boah, ich habe keine Lust mehr. Ich weiß nicht mehr, wie ich zielsicher bin. Ich komm zu... Wie macht man das? Am Anfang war es relativ gut und dann kam die Verfolgungsjagd. So, yes. Ende. Ich habe sie zwar nicht mal gesehen, du hast, glaube ich, einfach geschlagen, als du durch warst, oder? Jo. So, Keller. Weg mit dem Ding. Schluss mit lustig. Da. Vorbei ist der Spaß. Die hast du jetzt aber auch schon ein bisschen verfolgt, ne? Ja, die Leute sind heute echt nicht gut. Machen wir halt alle irgendwie keine Generatoren. Obwohl, der ist fast an. Aber trotzdem hätte man in der Zeit, glaube ich, derzeit hätte man die Runde für sich entscheiden können. Hätte Fahrradkette. Ja, das ist mir schon klar, aber mehr geschafft hätte man auf jeden Fall schon. Bist du jetzt? Achso. Bitte? Mit ihm runtergefallen. Ich verstehe.
Das Problem ist, keine Ahnung, wo hier ein Ausgang ist, den wir beide nehmen können. Das ist problematisch. Hier ist auch keiner. Scheiße! Da ist einer. Oh, Gott sei Dank. Glück gehabt. Hey du. Also entweder hat sie einen Disconnect oder ich. Ich glaube, sie hat einen Disconnect. Ich weiß es nicht. Könnte auch ich sein. Das wirkt zumindest gerade sehr interessant. Ich glaube, sie ist es. Ich glaube auch, sie ist es. Naja, die ist jetzt eh tot. Hoffentlich ist sie tot, bevor das Disconnecting fertig ist. Ja. Oder Mama hat gerade gesessen. Das könnte auch sein. Na, sie hat ja auch. Ist ja auch nicht hingefallen. Ah ja, David King, ich hab's verstanden. David King wohnt hier. Nein, wenn der hier wohnt, würde, ist richtig, glaube ich. Doch, ich dachte, du meinst hier im Sumpf. Im Sumpf kann der gerne wohnen. Och, ernsthaft? Ich denke eher an diese Wohnung, aber... Oh Mann, ey, du alte zerrissene Hose, du gehst mir auf den Keks. Ey, zerrissene Hose, warte auf uns. Als er sich die Hose zerrissen hat. Daran habe ich auch schon gedacht. Aber ich würde jetzt, glaube ich, lieber diese Folge gucken, als gegen diesen Typen hier spielen. Wo ist der jetzt? Irgendwo. Ich krieg ihn nicht. Da ist er. Hä, war der im Boden? Ich weiß es nicht. Sah irgendwie so aus. Oder wir sind einfach beide zum Blöden. Wahrscheinlich eher das. Das ist halt eine Sache, die kann man echt nicht ausschließen bei uns beiden. Ja, ist korrekt. Vor allen Dingen, ne, jetzt wo ich meine Brille auf habe, da sehe ich eh nur noch die Hälfte. Ja, wir müssen hier auf jeden Fall Kontaktlinsen besorgen. Ich wollte heute nämlich eigentlich ganz viel aufnehmen, aber meine Kontaktlinsen sind nicht mehr ganz so toll. Ich meine, nach 7 Monaten sollte so eine Monatslinse auch langsam mal gewechselt werden. Was denn? Ja, das wissen viele nicht. Man kann Monatslinsen länger benutzen als einen Monat, selbst wenn sie nur Monatslinsen heißen. Ja, man kann sie nämlich so lange benutzen, bis die Sehschwäche nicht mehr da ist. Was in diesem Fall 7 Monate war. Bis die Sehschwäche nicht mehr da ist? Die Sehschwäche. Die Sehschärfe. So, Ende. Ja. Und deshalb sitze ich hier mit drin und meine Brille ist, ja, ein paar Jahre alt. Dato nicht mehr auf dem neuesten Stand. So, Ende. Ende. Schluss mit lustig. Ein Generator haben sie geschafft. Sie haben gewuselt und mich abgefuckt wie sonst was, aber Generatoren haben sie nicht gemacht. Ich war gerade etwas irritiert, weil dieser Geist da hochgeflogen kam. So. Das ist der War Rider. Ach so. Ja. Ja, der Gute. Mal gucken. Ja, es... Nein! Scheiße! Nein! Ja, was soll ich tun? Das war gemein. Es ist tatsächlich ziemlich oft so, wenn der Keller... Okay, ich hab gedacht, Dimity hat sich aufgehangen. Nee, wenn der Keller in dem kleinen Häuschen ist, ist in diesem großen Gebäude sehr oft die Luke am Ende der Treppe. Ja, das stimmt. Das ist wirklich ziemlich häufig. Deswegen wollte ich gucken und da war sie auch, aber dann ging es nicht schnell genug. Ich konnte sie nicht mehr zumachen. Naja, jedenfalls war das jetzt die letzte Folge von mir für die Vorproduktion. Entweder lese ich jetzt noch ihre beiden Folgen auf oder eher morgen. Aber ich tendiere, glaube ich, eher auf morgen, weil sonst hat sie dieselbe Scheiße wie ich heute den ganzen Tag. Weiß ich nicht, weil mein Ranking ist ja ein bisschen... Musst du wissen. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Aber jedenfalls geht es jetzt ganz normal weiter. Und die Frage ist nur... Ganz normal, ich weiß nicht, die wievielte Folge das heute ist, aber ich habe es in der letzten schon gesagt, es geht rapide dem Ende der ersten Staffel zu. Und deswegen wünscht euch noch einmal euren Lieblingskiller oder eine innovative Challenge, die machbar ist und nicht einfach nur Scheiße für denjenigen, der sie macht. Ich weiß nicht, wen ich damit gemeint haben könnte. Ich sollte das eigentlich aufnehmen und dann am Ende jeder Folge, die jetzt noch kommt, abspielen. Naja. Dann, Freunde, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Und
drückt Lizzie die Daumen, dass die letzten beiden Folgen, die ihr von ihr gesehen habt, gut sind. Yay! Das ist temporales Daumendrücken. Das müsst ihr so gut machen, dass es quasi heute oder morgen funktioniert, ja? Sehr gut. Danke! Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!